Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich Australien, Starward, und da bin ich bei einer, ich nehme stark an, Single Cask. Ich erkläre gleich, warum. 2017 bis 2020, 3 Jahre alte Fassstärke, Abfüllung für Kirsch von der unabhängigen Abfüller Berry Brothers and Rudd. Hier steht Region Victoria, weil sie in Melbourne sind. Hier steht Drained from Cask Number 10067. Und das wurde dann hier abgefüllt 2020. Exclusive for Kirsch Import. 5, nein, 53%, 99,90 € Whisky Base Nummer 176461. Eine schöne, nette Farbe hier für 3 Jahre, muss man schon sagen. Und wenn man genau hier liest, da steht es hier denn dort, also dass diese Sache tatsächlich in einen amerikanische Eiche war und in französische Eiche war und auch in einen Richard Weinfass. 3 Jahre und 3 Fässer? Hä? Also das finde ich ein bisschen komisch hier. Ja, also keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, das wurde jetzt hier 100% australische Gerste und wurde abgefüllt in eine Variety, ein Vielfalt, ein Vielzahl von ex-australischen Weinfässern. Gut. Naja. keine Ahnung. Diese Whisky reifte zuerst in eine französische und amerikanische Eichenfässern, Mehrzahl, bevor es dann umgefüllt wurde in einen Charred, also neu ausgekohlte, Ex-Red Wine Fass für das letzte Jahr der Reifung. 3 verschiedene Fässern, Leute. Hier, Baba, Triple Cask, 3 Jahre alt, yay! Okay, das ist so. Schauen wir mal, wie das so ist. Ich werde es gleich vergleichen mit auch etwas vom Starward. Allerdings nicht ganz so teuer. Allerdings auch denn da Rotweinfässern. Und allerdings statt 53 nur 50%. Warte mal, ich schenke hier ein. So, Berry Brothers and Rudd ist natürlich eine anerkannte, eine, wenn nicht der älteste unabhängige Abfüller überhaupt denn dort in the UK. Und ich werde jetzt hier einfach vergleichen mit etwas, der heißt Starward. Fortis. Fortis ist kühn, ist denn da mutig. So, matured in American Oak Red Wine Barrels. Yay, 50%. So, das ist auch mein Kontrollwhisky gewesen. Ein Video dazu habe ich schon gedreht. Ich hoffe, die kam schon raus, je nachdem, welche Reihenfolge ich hier mache. Also, das ist hier für mich der perfekte Sauerkirsch-Moment. Man nimmt Johannisbeeren, Sauerkirschen, ein bisschen Pflaume dazu und diese Note geht boom. Oder man könnte auch sagen, eine künstliche Kirschlolli. Das ist das hier perfekt. Was das hier ist, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Farblich tun sie sich schon ein bisschen was. Also hier haben wir eine bisschen dunklere Farbe. Ja, Blatt Papier dürfte, müsste auch so sein. Voilà. Ein bisschen dunkler, auch wenn ein bisschen mehr ist da drin von meiner Berry Brothers and Rudd. Ich habe vor Monaten, ist es nun her, lass uns sehen, ob wir das in der Flasche erkennen können. Hier. Und hier, ja, ein bisschen. Also, schauen wir mal. Boom. Da, ein bisschen Unterschied, ein bisschen bräunlicher ist das hier. Okay, ich habe vor Monaten ein Berry Brothers and Rudd Blind Verkostung gemacht. Bis zu 80 € teurer waren die Flaschen. Absolut enttäuschend für mich. Allerdings, ich weiß, Berry Brothers and Rudd kann gut, aber meine Fazit davon, mein Resultat, mein Resümee ist, müssen nicht gut sein. Also, von daher schauen wir mal, was wir hier haben. So. Oh, okay. Ich habe Holz. Ich habe Tannin. Ich habe dunkle Schokolade. Ich habe eine richtig fette, eher eine Kirsche. Sagst du Sauerkirsch? Auch künstliche Kirschnote. Hier habe ich eine richtig schöne Kirsche. Vielleicht sogar eine Süßkirchennote. Alkohol? Wow. Also, gut Alkohol. 43%.
Hier nicht so stark Alkohol. Also interessant. Ja, also Starwood ist schon eine up-and-coming neue Distillerie. Die sind nicht sehr lange schon im Laufen oder im Betrieb. Hier stand irgendwann hier steht hier gegründet 2016, also 4 Jahre, 5 Jahre mittlerweile fast alt. Und deshalb kann kein Whisky älter sein. 3 Jahre ist das, was momentan schon einiges davon auf dem Markt ist. Und ja, also einiges ist jung. Also zum Sortiment ist Nova, also der Twofold ist ein Grain Whisky. Und dann kommt Fortis dazu und dann gibt es da einige ja, limitierte Abfüllungen. Da war ein Dolce, da war eine Solera und da gibt es noch ein paar andere abhängig abgefüllte. Es gab auch eine Apera, Single Cask hier für Kirsch, was sie selbst abgefüllt haben, war ziemlich lecker, fand ich. Aber nicht alles, was sie abfüllen, ist sofort einfach, wo ich sage, wow. Wie ich sagte, da kommt einiges mehr an Alkohol rüber, auch junges, scharfes Zeug. Nice, also eine dunklere Nase als unsere helle, künstliche Kirschnote hier bei Fortis. Aber Fortis hat mehr rund, aber weniger Alkoholschärfe hier schon. Also 53 gegenüber 50%. Cheers. Alkoholschärfe, Alkoholschärfe, Alkoholschärfe. Wow. Das war mein Control Whisky, der mit 50%. Ich habe nicht so eine Alkoholschärfe gehabt. Wow. Okay, ein bisschen Tannin. Und da hinten raus kommt jetzt hier diese rote Johannisbeeren. Ein bisschen leichte rote Grütze. Ja, ein bitterer Moment. Da fehlt die Süße gänzlich bisher. Okay, also vielleicht war ich das, vielleicht war ich nicht vorbereitet genug. Ja, ich habe neulich ein Tasting gemacht und diesen Tasting habe ich bewusst für einen Freund aufgestellt. Der niedrigste Alkohol war 46, der höchste war 50%, alles war dazwischen. 4 ganz tolle Sachen dabei, inklusive ein Bruchladdich Bear Barley und eine Wolfburn von Vibrant Stills und eine Erin 18 und ein Bruch, nicht Bruchladdich, sondern Blatt noch 11. Also richtig tolle Sachen dabei. Und die Hälfte der Teilnehmer hatten noch nie so Whisky überhaupt probiert. Und das war natürlich ein bisschen überfordernd, gleich mit 46% anzufangen. Ich hatte kein Zungenlockerer dabei gehabt. Irgendwas Billiges, Leichtes bei 40%. Wir sind gleich in den Vollen eingestiegen, weil ich halt eben das für ihn und seine Whisky-Kumpeln gemacht habe. Allerdings, dass die Ehefrauen und ein paar andere Leute mitmachen sollten. Ja, das war am Anfang war nur, was sie hatten, Alkohol. Und genau eben dieses Erlebnis, obwohl ich mich als nicht Anfänger betrachte, hier habe ich hier gehabt. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Ich habe kaum was anderes geschmeckt. Und das, obwohl ich das hier schon im Glas hatte. So, nochmal zurück jetzt zu unserem Berry Brothers and Rudd. Eine kleine Geschichte nebenbei. Ja, die Alkoholschärfe stach mir schon in der Nase. Es wirkt einfach jung, Mann. Da gibt man 100 Euro für so eine Flasche aus. Zum Glück habe ich sie geteilt. Sorry für alle, die jetzt ein Sample davon bekommen. Und da erwartet man schon eine gewisse Grundreife, auch bei 3 Jahren. Wow. Nasty. Ekelhaft heißt das übersetzt, Leute. Nee. Und dennoch greife ich zurück zur Flasche, denn ich will 2 Sachen hier machen. Und ich will einmal das auch ungefähr auf 43, 40% reduzieren, einmal auf 25% reduzieren, zu sehen, ob der Grunddestillat an sich okay ist. Ich weiß es nicht. Also ich bin hier desillusioniert, kann man schon sagen, hier von den Abfüllungen, die Berry Brothers and Rudd zurzeit auf den Markt bringen. Früher
Man, das war ein Bank, ja, da konnte man alles kaufen und man wusste, egal was es ist, die haben da tatsächlich das vorher probiert und das für gut befunden. Heute habe ich das Gefühl, die füllen einfach nur ab, weil es Trend ist. Oh, da muss ich jetzt einen Fetterkern haben. Alle haben einen Fetterkern. Boom, 8 Jahre alte Fetterkern, naja. Oh, da muss ich unbedingt hier eine Kriegerlachie haben. Oh, auch da eine 10 oder 11 Jahre Kriegerlachie. Schwefelig Bombe. Nee. Ich muss unbedingt einen Star Ward haben. Alle haben einen Star Ward. Boom. Ich bin gar nicht so sicher, ob sie überhaupt, denn das ist eine böse, böse Unterstellung jetzt hier, aber ich weiß von einigen anderen unabhängigen Abfüllern, die es so tun, die probieren gar nicht erst. Also, weil die müssen so schnell sein, um Flaschen zu haben, kaufen sie blind und füllen sie blind ab, ohne vorher die Samples probiert zu haben. Nicht alle, vielleicht noch nicht mal viele, aber ich weiß, einige tun das. Und meine Vermutung ist es, sorry Jungs, ist, dass Berry Brothers und Rudd haben das zumindest hier mit dieser Flasche auch gemacht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Sorry. Okay, ein bisschen mehr Tannin, ein bisschen mehr Barrel Char kommt rüber. Ich bin bei 43% übrigens. Diese dunkle, dunkle, dunkle Pflaume-Moment ist denn da. Immer noch keine Süße, null Süße. Also ich frage mich auch, was für ein Rotwein das gewesen ist. Keine Ahnung. Zutaten kommen aus Australien, finde ich gut. Australische Gerste, australische Weinfässern, australische einfach Produktion denn da. Wie ich schon mal erwähnt habe in einem Video, Star Ward versucht nicht eine schottische Distillerie in Australien zu sein, wie manche anderen auf der Welt das versucht haben, sondern die gehen einen eigenen Weg. Und im Grunde lobe ich das. Allerdings, ich frage mich, warum füllt man manchmal einfach zu jung ab? Okay, gut. Cheers. Es wird bitterer. Also das ist ein Holz, Holz, Holz. Und leider ist es keine schöne Herrenschokoladeholz, was wir kennen vom Glendronach zum Beispiel, sondern es ist einfach nur eine Sägemehl-Moment. Also richtig, richtig krass tanninhaltige, bittere Momente. Wow. Wow. So, so, so schade. Also das ist ein Contender, ist auf jeden Fall ein Vierer-Whisky. Die Frage ist 4 plus, 4 minus. Ich habe das einmal jetzt auf 30 ungefähr reduziert. Da kommt sogar leichte Schwefelmomente rüber, was ich bisher noch nicht hatte. Interessant. Okay, auf 30% reduziert ungefähr kommen leichte Schokoladenmomente hervor. Aber der Eicheneinfluss ist boom, einfach mal übersättigt. Eine Fruchtnote ist die ganze Zeit im Hintergrund, eine ganz dunkle Kirsche, eine ganz dunkle Pflaume ist dann da. Allerdings der Eichenmoment überwiegt und natürlich auch Schärfe, Alkoholschärfe. Boah. Also ich krieg von mir eine solide 4, kein 4 minus, kein 4 plus, preislich 5. Also jetzt hier 99,90 € dafür auszugeben, sage ich mal bitte nicht. Wenn ich anschaue, welche Shops das noch alle überall drin sind, verstehe ich auch warum, wieso. Nun einfach mal ganz kurz, um zu beweisen oder für mich zu klären, dass ich nicht das Problem bin, nochmal hier zu einer anderen Star Ward, der Fortis. 53, 50%, 100 Euro, 60 Euro. Also Rotweinfässer, nur amerikanische Eiche, offenbar amerikanische Eiche, französische Eiche und auch eine sogenannte Recharred Ex-Rotweinfass hier. Ja? Also a variety of casks für eine Single-Cask-Abfüllung. Ich finde es auch irgendwie nicht so wow. Das hier ist, wie ich sagte, ein Sauerkirschmoment. Wenn man Sauerkirschmarmelade gerne im Glas hätte, boom, ist man hier absolut richtig. Und der Geschmacksrichtung geht einfach mal quer die ganze Zeit durch, ohne irgendwelche Komplikationen oder Transitions oder Veränderungen. Ist einfach mal ziemlich gut.
Und dann genau wie beim letzten Video, ganz am Ende gibt es einen leichten Moment. Entweder sagt man leichte Sägemehl und dann Holz kommt ganz durch, oder man geht nach oben und sagt, oh, Moment, a fudge. Also wesentlich süßer, wesentlich schöner, wesentlich, ist ein klarer, ist es ein reinerer Whisky, finde ich. Also wenn ich das wählen würde, würde ich eindeutig hier da noch eine Flasche sogar davon selbst kaufen. Wenn man dann eben diese Momente hat. Das ist nicht ein Whisky, in dem ich zwei oder drei davon haben möchte hintereinander. Das ist ein Whisky, der im Sommer genau reinpasst. Es gibt manchmal einen ganz arg fruchtigen Rotwein, der einen ähnlichen Moment hat. Und den trinke ich gerne einmal und dann ich will wechseln. Und da genau das Gleiche ist auch hier, wo ich, oh, ein Glas davon, irgendwie nachher zum Nachtisch, lecker. So, nicht reden und gleichzeitig schlucken und danach aber irgendwas anderes, was ein bisschen komplexer ist. Gut, nicht wow, aber wesentlich besser als unsere Barry Brothers and Red. Okay, Whiskey Jason hier, also ein 4 und 5 für Preis-Leistung, so sorry. Meine Frage des Tages ist: Barry Brothers and Red, was kannst du empfehlen? Also, was gab es da von denen, was erhältlich ist heute noch, was man wirklich einfach mal tatsächlich empfehlen kann? Also, ich habe meine Probleme zurzeit. Ich weiß, deren Sherry am Blend sind absolut schön. Auch preislich ganz gut. Das wäre meine Empfehlung. Nicht so ganz so toll wie die Campbellton von, wie heißen die Jungs nochmal denn da? Von, oh Mann. Der Shop ist in Köln. Die sind da in Campbellton. Die sind eine der auch der ältesten Abfüller überhaupt. Es ist der grüne Etikett mit einem schwarzen Kopf da drauf. Cadenhead. Wow, das hat gedauert wieder. Also ein Cadenhead hat auch ein paar Blends, die abgefüllt haben. Die waren zum Teil Batches super, super schön. Und der von Barry Brothers Red ist fast so gut. Naja, meine persönliche Meinung. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Dort wurde die Flasche und jene Flasche schon geteilt. Yay. Also, das ist ganz gut. Fast jeden Tag kommt eine Flasche raus, weil fast jeden Tag mache ich ein Video, montags bis samstags. Und Sonntagabend immer um 21 Uhr gibt es hier einen Gast. Und wir machen einen Livestream und ihr könnt auch mit aktiv dabei sein im Chat. Alles Gute euch, bis morgen. Whiskey Jason. Ciao.